Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es geht hiermit weiter. Ja, wir müssen fertig werden. Ich möchte eigentlich dran arbeiten. Der Sommer ist so gut wie vorbei und wir müssen weitermachen. Das war das Letzte, was wir gemacht haben. Ne? Ja, das war das Letzte. Als nächstes hätte ich nicht das als nächstes kommen müssen. Na ja, gut, dann nehmen wir halt das. So ist es hier drin. Wir machen das nach und nach. Bedeutet, damit geht es jetzt weiter. Das heißt, wir sind jetzt bei Heft 4, ne? 1, 2, 3? Ja, oh nee, wir 4 schon. Okay, das heißt, wir haben es bald und das war dieses Set hier. Nehmt die anderen beiden wieder zurück. Bedeutet, wir starten damit. Wie rum ist ja eigentlich relativ. Egal, wir brauchen die Sachen, die wir noch haben. Und dieses Set zählt ja zu den beiden, wo nicht mehr so viel drin ist. Ich habe so, da ist ja nicht mehr so viel drin. Ein bisschen Band haben wir noch, ein paar Sticker. Die Federn, da weiß ich noch nicht. Und das hier sind meine letzten. Ja, meine letzten Kleinigkeiten zum Dekorieren. Ich werde dazu wieder Zuckerrohrpapier natürlich auch nehmen. Werde ich mir wieder falten, weil wie gesagt, das ist so ein bisschen das, wie es sich durch das ganze Album widerspiegelt. Ich möchte irgendwas haben, was sich in allen Heften wiederholt. Und ich finde, dass sich das damit in einer gewissen Art wiederholt, gar nicht so schlecht. Deswegen so. Also. Viele M's. Wir starten einfach mal. Wollen wir das so rum? Oder wollen wir das so? Oh, das ist natürlich auch cool. Der also das als Anfang. Oder das. Wie gesagt, wie rum ist letztlich ja egal bei dem Album. Ich glaube, wir nehmen es so rum tatsächlich. Wir nehmen das Ganze so rum. Und jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist ein schöner großer Leuchtturm, der farblich perfekt dazu passt. Guck mal. So kann das Ganze gehen. Ich habe diese ganzen Sachen natürlich ausgelöst schon, weil ich dieses Gefriemel einfach nicht mehr haben wollte. Jetzt wäre es natürlich nur praktisch, wenn wir das alles zumindest richtig rum hätten schon. Ne? Happy New You. Was? Happy New Home. Ich meine Happy Home, aber Happy New Home, so ein bisschen mein neues Zuhause im Urlaub. Finde ich gar nicht schlecht. Komm, lassen wir so. Also so ist es schon ganz cool. Jetzt brauchen wir noch irgendwas. Fischis passen. Nee, das auch nicht. Ist ja nicht toxisch. So ein bisschen Nordsee-Feeling. Oh, wir haben viele Tags über. Ah, der Rest ist aber echt wenig, ne? Der Rest ist echt wenig. Ja. Pass auf, das möchte ich auf jeden Fall haben. Und wir kleben das auf jeden Fall fest. Ich meine, das passt so super als Front. Leicht andrücken. Das Schleifchen auf jeden Fall auch. Bei den Leuchtturm bin ich jetzt gerade so ein bisschen an Überlegen. Moment. Eins nach dem anderen. Du darfst erstmal hier hin. Ohne Leuchtturm sieht es cool aus, mit Leuchtturm sieht es cool aus. Aber wenn wir den hier hingeben, wir könnten was dahinter schieben. Ne? Auf der Seite würde der natürlich auch richtig, oder auf der Seite, selbst auf der. Hier geht er mir nämlich ein bisschen unter, gebe ich ja zu. Ne? Wenn wir das stattdessen nehmen. So. Ja, das finde ich etwas besser. Es ist nicht perfekt. So eine Fahne.
Es ist halt sehr wild hier vorne, ne? Guck mal so mit der Fahne. Wir machen das so mit der Fahne. Wir machen erst die Fahne einmal fest. So. Ungefähr hier kommt die hin. Und dann kommt das Bild dazu. Ah, es ist echt wenig. Hatte ich das schon erwähnt? Es ist wenig. Ich sollte das nochmal erwähnen. So. Die Frontseite würde ich nicht mehr machen. Ganz einfach, weil es ist wenig. Hatte ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Du nicht. Du kommst dorthin. Okay. Und dann wollen wir mal starten. Jetzt habe ich dich natürlich rausgeschmissen. Was heißt rausgeschmissen? Ich habe dich einfach zur Seite gelegt, großer. Ne? Wir gucken mal, wo wir dich jetzt unterbringen. Haben wir noch einen Leuchtturm? Fischi. Ist natürlich etwas. Eine Boje. Also eine Boje fühle ich jetzt gar nicht. Good day. Ich finde, das würde ich, glaube ich, so lassen, wenn man da vielleicht einfach etwas drüber gibt, was man hochklappen könnte. Hier finde ich die Boje irgendwie stimmig, glaube ich. Moment, Moment, Moment. Weil die hier tatsächlich auffallen würde, ich habe jetzt hier nichts drunter liegen, ne? Die würde hier tatsächlich auffallen. Wir könnten da was hinterschieben, müssten wir aber nicht. Wir könnten halt auch ein Bild dahinter geben. Wäre auch eine Option. Das passt gar nicht, siehst du nicht. Hier die Boje wäre auch eine Möglichkeit, aber hier würde ich sie, glaube ich, hier machen. Und dann kann ich hier ein Bild drauf geben. Ich könnte das nur zur Hälfte festkleben. Ja, das machen wir. Dann können wir da ein Bild drunter geben. So, und den Rest klebe ich dann fest. Oder vielleicht lasse ich es auch so, wenn das Bild dann klebt. Vielleicht brauche ich auch nur diesen Bereich. Das gucke ich dann einfach. Je nachdem, was für ein Bild am Ende da auch hinkommt. Ne? Das ist ja auch immer entscheidend. Okay, jetzt sind wir natürlich bei einer ganz anderen Seite gelandet. Good luck. Komm mal her, good luck. Könnten wir auch hier hin machen. Finde ich gar nicht so verkehrt. Machen wir. Wo habe ich meinen? Da habe ich ihn. Mein Dotting-Tool. Meine Schere brauche ich dafür auch. Wenn ihr irgendwie so was Komisches hört, das ist der Stuhl, auf dem ich sitze. Der quietscht ein bisschen. Also nicht wundern. Und dann einmal hier durch. Na. Sudale. So. Wieder schön abschneiden natürlich. Und dann müssen wir vielleicht können wir die Sticker auch mit reinbringen. Ich überlege gerade, naja, da was drunter zu klemmen würde vielleicht funktionieren. Punkt daran ist, ich finde die Seite so wie sie ist eigentlich ganz schön. Und damit Good Luck finde ich das okay. Wir könnten allerdings. Aber ich wollte das jetzt nicht dazu nehmen, weil ich möchte es ja auch ein bisschen einfach halten. Man könnte jetzt auch hingehen und einfach hier so ein bisschen Washi-Tape drüber geben, sodass man das da umklappen könnte und hier was schreiben könnte. Wollte ich jetzt aber nicht. Wir können ganz viele Dinge machen. Jetzt gar nicht drüber nachdenken. Du kommst da einfach hin. So. Einfach draufkleben. Es gibt auch mal einfach nur eine Deko-Seite. Ne? Das ist auch vollkommen in Ordnung. Es muss nicht auf jeder Seite was stehen oder es muss auch nicht auf jeder Seite ein Bild sein, aber man könnte hier ein kleineres Foto, wenn man möchte, hinmachen. Ich glaube, ich hatte das im letzten Video schon gesagt. Ich kann euch das einmal zeigen. Ich mache das dann, wenn wir uns das Album angucken, dann zeige ich euch das einfach einmal mit dem Drucker, den ich da habe. Ja. Guck mal, das finde ich gar nicht schlecht. Hier können wir ein Foto hintergeben. Hier ist einfach eine Deko-Seite. Das heißt, hier müssen wir jetzt was schreiben. Ich habe hier einmal das. Das ist schon sozusagen zugeschnitten. Happy Day. Sehr rustikal. Bietet sich aber sehr gut an dafür. Heißt, du ziehst da ein. Ich meine, das ganze Papier ist ja auch ein bisschen rustikal. Oder man kann ja auch das Ganze so machen. Ich weiß nicht, ob ich meinen Mann dazu überredet bekomme.
Aber dass man sagt, guck mal, du machst das. Das passt doch ganz gut zu dir. Und ich mache die anderen. Ich gebe dir die Bilder und du kannst ja noch was reinschreiben. Aber ich glaube nie. Nee, da kriege ich ihn nicht zu. Solche Überredungskünste habe ich nicht. Das Adventure. Happy Birthday natürlich gar nicht. Good luck. This is for you. Wir könnten hier eine kleine Muschel aufgeben. Das funktioniert ganz gut. Mermaid Kisses. Ich verstehe das mit der Mermaid hier nicht. Ich probiere es aus, komm. Es wäre halt stimmig dazu. Ach, es geht eigentlich, oder? Nein, es ist ein bisschen too much, gebe ich zu. Aber es geht. Es ist okay. Könnte schlimmer sein. Wenn es mir gar nicht gefällt, das ist das Praktische bei den Stickern, die kann man wieder abmachen. Und das ist sehr gut eigentlich. Jetzt gucke ich gerade noch. Wenn wir den noch so da dran machen, können wir dich noch so ein bisschen runter. Guck mal, und dann den noch. Das finde ich gut. Und dann könnte man rein theoretisch, wenn man möchte, natürlich auch da noch ein Bild hintergeben. Es ist je nachdem, wie man mag. So. Ein bisschen runterdrücken, damit dieser Bommel auch unten ist. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir das jetzt so. Ich lasse euch das für den Schnelldurchlauf laufen und dann hören wir uns gleich wieder. Thank you.
Okay, meine Lieben, ich glaube, was habe ich hier? Ach so, ich glaube, so lasse ich das jetzt erstmal. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich übrig habe. Moment, das Ding war so. Also ich habe jetzt diese Sticker noch. Und ich muss sagen, die Fische fand ich jetzt so unpassend. Also die habe ich jetzt gar nicht mit reingenommen. So, das sind so die letzten Sachen, die noch übrig sind und diese Federn. Wir schauen mal, ob das noch irgendwo unterkommt. Das werde ich sehen. Und ansonsten finde ich, ist auch das dafür, dass es jetzt tatsächlich nur noch Reste waren, gar nicht schlecht. Also ich finde es ganz schön. Hier an den Fischen mache ich noch so Bändchen dran. Habe ich mir überlegt. Hier kann ich ein Bild wieder hinmachen. Hier auch. Ich habe da extra. Warum habe ich Glitzer an den Fingern? Egal. Ich habe das extra dahinter so ein bisschen freigelassen. Ich hätte hier noch gern was drüber gehabt, aber irgendwie. Wir gucken mal. Das, was halt noch übrig ist, passt hier gar nicht zu mehr. Hier habe ich ja einen kleinen Aufkleber drauf gemacht. Hier würde ich aber halt tatsächlich auch ein Bild drauf geben, weil das sehr wild ist. Also hier oberhalb. Ja, hier könnte man einfach auch eine Mattung drauflegen. Das könnte auch cool aussehen, wenn man einfach nur. Moment. Ja, wenn man das einfach nur so macht, ne? Das würde ich aber tatsächlich dann entscheiden, wenn ich reinschreibe und meine Bilder reinmache. Vorher tatsächlich nicht. Hier könnten wir noch was hintergeben. Ich könnte hier was relativ Großes auch hintergeben, wenn ich möchte. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher, weil ich die Wale tatsächlich sehr schön finde. Deswegen, nee, ich glaube nicht, dass ich da ein Bild hinmache. Ich guck mal. Das hier habe ich auch nicht beklebt. Wie gesagt, das, was noch übrig ist, fühle ich so bei den Sachen überall nicht. Hier habe ich das Ganze sehr, sehr schlicht gelassen. Aber rein theoretisch könnte ich auch hinter dem, also so ganz eben, hinter dem Leuchtturm was hintergeben. Das habe ich extra so gemacht. Auch hier habe ich leider gar nichts. Es ärgert mich ein bisschen, aber ich habe halt das Material nicht. Vielleicht, wie gesagt, ich gucke nochmal, was ich nacharbeiten kann. Und hier habe ich überall so ein bisschen noch. Hier könnten wir noch was hintergeben. Aber hier wäre ich tatsächlich, glaube ich, für ein Bild. Von so einem Kutter oder sowas, von so einem Fischerboot. Fände ich total toll. Ich weiß nicht warum, das habe ich da so gefühlt. Und hier habe ich dann auch nochmal einen kleinen Zettel hintergegeben und mit For You vielleicht irgendwie was ganz Spezielles. Mermaid Kisses habe ich jetzt hier drauf gegeben, weil das halt so schuppenähnlich ist. Ich weiß, dann überlegen hier die Fische drauf zu machen, aber die sind von der Farbgebung her, das passt irgendwie überall nicht. Und ob ich das Mermaid Kisses da oben lasse, ich weiß noch nicht. Wir gucken mal, wir schauen mal. Die Seite hier gefällt mir wiederum ganz gut wieder. Ja, und hier ist auch relativ schlicht. Ne? Wie gesagt, ihr seht ja, was übrig geblieben ist. Es ist nicht viel. Ja, für zwei Alben wird es tatsächlich sehr, sehr knapp. Ja, gut. Ich würde an der Stelle erstmal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis morgen.